willkommen zum dritten Tag von 30 Tage bis Berlin. Heute ist Sonntag und heute ist für mich trainingsfrei. Heißt natürlich nicht bewegungsfrei. Wenn jetzt auf meiner Cardio-Runde vor dem Frühstück, ne, also so eine Stunde spazieren gehen, an der frischen Luft, gerade nach so einem Tag wie gestern, wo es den ganzen Tag bei uns geregnet hat, tut die Bewegung mir persönlich an der frischen Luft immer ziemlich gut. Ne, und Bewegung erzeugt Serotonin im Körper oder beziehungsweise fördert die Produktion von Serotonin. Und wenn man das Ganze noch an der frischen Luft macht, mit der Exposition, also das Sehen von grüner Farbe, verstärkt sich dieser Effekt nochmal. Ne? Die Japaner haben das mal in den 70er Jahren als Waldbaden erfunden. Und ich liebe einfach die Bewegung, gerade jetzt zu dieser herrlichen Tageszeit an der frischen Luft. Probiert das mal aus vorm Frühstück. Mal so eine halbe Stunde, muss nicht lange sein, einfach so ein bisschen bewegen. Tut nicht nur im Körper, sondern auch der Seele ziemlich gut. Wir sehen uns nachher. Ich mache jetzt meine Cardio-Runde zu Ende und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Also ich merke mein Beintraining von gestern recht deutlich, richtig schwere Beine. Ist auch 3 Grad, der Wind bläst ziemlich kalt ins Gesicht, aber wenn man so Sonntag früh so ganz allein hier bei mir am Ruppiner See hinten so den Sonnenaufgang schon erahnen kann, entschädigt das für ganz, ganz viel. Deswegen immer mein Appell, geht raus, bewegt euch, es lohnt sich. So, meine Cardio-Runde ist beendet. Ich war jetzt ein bisschen was über eine Stunde unterwegs. Hat richtig gut getan, auch mit schweren Beinen. Kein Problem, da gingen die letzten 2-3 Kilometer halt ein bisschen langsamer. Ich war auf nüchternen Magen unterwegs, ne? Cardio früh, immer nüchtern. Das heißt, nicht ganz nüchtern. Denkt immer daran, auch beim Cardio früh, euch wenigstens mit einem EAA zu versorgen vorher. Ne? Also EAA, alle essentiellen Aminosäuren im kompletten Profil, sodass euer Körper merkt, Achtung Mensch, ich bekomme ja Aminosäuren von außen zugeführt und kann mein Muskelprotein in Ruhe lassen. Ist wirklich essentiell wichtig zum Muskelschutz. Auch während des Krafttrainings habe ich bei mir im Sportgetränk immer ein EAA mit dabei. Ja, ich habe eine kleine Sequenz mal abgefilmt. Also ich jogge nicht, ne? Das hat 2 Gründe. Ich bin einfach auch jetzt noch meiner Meinung nach einfach zu schwer fürs Joggen. Ist einfach für die Hüfte, Gelenke zu anstrengend und zu belastend. Und dazu kommt noch zweitens, dass mein Laufstil auch nicht wahrscheinlich der beste dafür ist. Von daher für mich das schnelle Gehen die bessere Alternative. Ja, ich freue mich jetzt auf mein Frühstück. Da gibt wie immer einen schönen Haferkuchen mit einem ganz kleinen Klecks Erdnussbutter drauf. Das ist mein Highlight. Und das sind dann auch für mich die letzten Kohlenhydrate des Tages. Das ist alles so abgesprochen. Und heute am Ruhetag, Neudeutsch Rest Day, ist es halt auch so, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist, muss da auch kein Kraftstoff rein. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Fenchelgemüse mit einer Pastinake, eine Zwiebel dazu. Das verteile ich mir jetzt noch auf meine ausstehenden 3 Mahlzeiten. Das sind jeweils 200 Gramm Fleisch, Mittag, Kaffee und Abendbrot. Und zum Abendsnack, also vorm Schlafengehen, gibt es bei mir noch ein bisschen Harzer Käse, ein paar Nüsse dazu. Und das war es dann auch für heute. Eine Frage kam auf zu meiner Supplementierung von gestern, Vitamin C. Da supplementiere ich zurzeit 4 Gramm pro Tag. Und eine Anmerkung war, boah, das ist aber ganz schön viel. Ist es nicht, aus meiner persönlichen Bewertung, ist nur meine Meinung. Es liegt einfach daran, dass wir in Deutschland die niedrigsten Empfehlungsraten haben, was Vitamin C anbelangt. Die Verzehrempfehlung in Deutschland liegt bei 250 Milligramm, also ist gerade so viel, dass hier nicht die Zähne ausfallen. Und die positiven Eigenschaften vom Vitamin C so überhaupt gar nicht zur Geltung kommen können. Vitamin C, ich hatte es gesagt, ist das sogenannte Opfervitamin und hat eine ganz starke antioxidative Wirkung. Da muss man erstmal verstehen, was Oxidation überhaupt ist.
Also durch alle Stoffwechselvorgänge, durch Umweltgifte, durch UV-Strahlung beispielsweise, entstehen sogenannte freie Radikale. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Zelle, da kommt jetzt so ein, meinetwegen die UV-Strahlung, und durch diese UV-Strahlung wird dieser Zelle, meinetwegen der Hautzelle, ein Elektron weggerissen. Und unsere Bausteine im Körper, die Zellen und die Moleküle, sind immer bestrebt, dass alle Elektronen voll sind. So, was macht diese Zelle? Geht zur Nachbarzelle und reißt deren Elektron weg. Der fehlt wieder ein Elektron, die geht wieder zur Nachbarzelle, reißt der wieder ein Elektron weg. Und so entsteht ein Teufelskreis, und dieser Teufelskreis heißt Oxidation. Jetzt kommt Vitamin C ins Spiel, und deswegen Opfervitamin, und Vitamin C ist da ja solidarisch, kann man sagen, und sagt, du, scheidet euch nicht, ihr habt da ein Molekül von mir und wir können die Oxidation stoppen. Na, und geht halt nicht mehr 250 Milligramm am Tag, da muss man schon ein bisschen mehr nehmen, und vor allen Dingen auch ein Vitamin C, was aus natürlichem Ursprung ist und nicht aus dem Labor. Guckt mal gerne in die Beschreibung, verlinke ich euch ein entsprechendes Produkt, und ich hoffe, mit dieser kleinen Information zur Oxidation konnte ich dir wieder ein Stück weit helfen, vielleicht über deine Supplementierung nachzudenken oder einfach ja, eine kleine Wissenslücke geschlossen zu haben. Ich nutze mal noch meinen Rest Day, meinen Ruhetag, um noch mal eine Frage zu beantworten, die mir auf Instagram gestellt wurde, was mich denn überhaupt dazu bewegt hat, Wettkämpfe zu machen. Also ich habe mit dem Kraftsport angefangen, da war ich 16, ne, bedingt durch eine Sportverletzung. Damals mein Orthopäde sagt, Mensch Felix, mach mal ein bisschen Rückenschule, und ja, bin dann mehr oder weniger drauf hängen geblieben, weil ich dann einfach auch Spaß daran gefunden habe, wie sich der Körper verändert, und habe viele Jahre halt einen Kraftsport gemacht, und so mit Anfang 20 ging es dann wirklich darum, Bodybuilding so zu leben, dass es ein Lebensstil wird, und war dann, da war ich 28, 29 zum Studium in Hamburg und habe da meinen jetzigen Coach und mittlerweile sehr, sehr guten Freund, den Marcel, kennengelernt, der bereits einen Wettkampf gemacht hatte. Und da kam dieser Gedankengang, ey Mensch, warum versuchst du dich da auch nicht mal dran? Auch nicht mit dem Gedanken, da irgendwie was zu gewinnen, oder Fragen, die ich auch oft gestellt bekomme, na, für wen machst du denn das überhaupt? Ja, für niemanden, für mich. Oder auch noch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, ja, was bekommt man denn dafür? Ja, im besten Fall ein Plastikpokal und einen feuchten Händedruck. Aber diese Fragen, für wen machst du das und was bekommt man dafür, zeigt halt immer, dass die Leute immer das, der Psychologe in mir sagt, external attribuieren, also immer auf was anderes, auf eine andere Person fokussieren. Und mit dieser Einstellung, mit diesem Mindset wird man halt meines Erachtens nach weder im Leben vorankommen, noch so eine Wettkampfvorbereitung durchstehen können. Man muss es für sich machen, das muss internal kommen, es muss von hier kommen. Auch so ein Hashtag, den ich gerne benutze, das Herz entscheidet. Und darum geht's. Machst es für dich und ich mach das für mich. Und ja, mein erster Wettkampf war auch die Ostdeutsche Meisterschaft 2017 in Berlin, die Herbstsaison, und bin auf Anhieb Vize-Ostdeutscher Meister geworden. Und naja, dann leckt man natürlich Blut, und wer einmal so eine Bühnenerfahrung gesammelt hat, das ganze Feeling, wenn ich mich schon wieder daran erinnere, freue ich mich jetzt schon wieder darauf, am 29.04., wenn man Backstage kommt und überall riecht es nach Selbstbräuner. Das ist halt ja, eine coole Erfahrung, und ja, hat mich dazu auf der einen Seite bewogen, das weiterzumachen, aber die Motivation, Wettkämpfe an sich zu machen, die kam hier aus meinem Herzen, weil es mein Wunsch war. Ja, den Rest des Tages passiert bei mir nicht mehr wirklich viel. Ich mache jetzt noch ein bisschen Büroarbeit, arbeite meine Coaches noch ab, und dann werde ich noch ein bisschen lesen. Auf jeden Fall, lasst den Fernseher aus, da kommt eh nur Schrott. Verbildet euch, bildet euch lieber weiter. Und dann steht heute Abend noch eine schöne heiße Badewanne an. Das ist immer so mein Sonntagsabendritual. Auch da wird gelesen. Und ja, da freue ich mich drauf. Und starte dann voll motiviert mit euch in
die neue Woche und dann geht es auch weiter mit 30 Tage bis Berlin. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen. Euer Felix.